Liebe Mitbürger, wir befinden uns jetzt Anfang 2014 in einer extrem gefährlichen Weltlage. Das Problem kommt daher, dass wir auf dieser Erde zwei Regionen haben, die sich in völlig andere Richtungen entwickeln. Die eine ist die eurasisch-pazifische Region, zu der China, Indien, Russland und andere Staaten Asiens gehören. Und diese Staaten sind entschlossen, durch Investitionen in den Hochtechnologiebereich, durch die Erhöhung der Energieflussdichte in der Produktion, durch solche fantastischen Projekte wie die chinesische Mondlandung, tatsächlich einen Weg zu beschreiten, der die Bedingungen für ihre Bevölkerung dramatisch verbessert. Die Ukraine hat festgestellt, dass es für sie von sehr viel größerem Vorteil wäre, sich mit diesen Ländern zu assoziieren, als dies mit der EU zu tun und dasselbe Schicksal zu erleiden wie Südeuropa. Das heißt, die Ukraine hat keine Lust, zum neuen Griechenland an der russischen Grenze zu werden. Auf der anderen Seite haben wir die transatlantische Region, das heißt die EU und die USA, die sich beide in einem Zustand von beschleunigtem Kollaps befinden. Dieser Kollaps ist das Resultat der Casino-Wirtschaft und der grünen Politik, die im Grunde eine absolut katastrophale Lage erzeugt hat, vor allen Dingen in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, aber eben sehr bald auch Frankreich in die Krise hineinreißen wird oder schon, das schon getan hat. Das einzige Land, was in Europa noch relativen Wohlstand hat und relative industrielle Kapazitäten, ist Deutschland. Die Kriegsgefahr rührt nun daher, dass es eben zwischen diesen beiden Blöcken zu Spannungen gekommen ist, wo im Grunde der Versuch der transatlantischen Region, ein Weltempire, ein Weltreich zu etablieren, zu gefährlichen Entwicklungen führt, wie eben vor dem Ersten Weltkrieg. Und genauso wie der Erste Weltkrieg nicht ausgelöst wurde durch die Schüsse von Sarajevo, sondern eine Vorgeschichte hat, die mit der Entlassung Bismarcks angefangen hat und in der dann viele, viele Schritte wie die Errichtung der Triple Entente, der Krieg zwischen Russland und Japan, die Balkankriege, alle diese Entwicklungen das Schachbrett vorbereitet haben, auf dem dann die Schüsse von Sarajevo lediglich der Auslöser war. Und genauso ist es heute nicht etwa das Wachstum Chinas, was die Kriegsgefahr erzeugt, sondern es ist das Resultat der Entscheidung der angloamerikanisch dominierten westlichen Gruppe, nach dem Kollaps der Sowjetunion die NATO-Ostausweitung und die Ostausweitung der EU zu betreiben und damit eine Einkreisungspolitik gegenüber Russland voranzutreiben. Das Gleiche geschah gegenüber China, vor allen Dingen in den letzten Jahren durch die Entwicklung der sogenannten Air-Sea-Battle-Doktrin. Und hinter beiden dieser Strategien steht eben die Utopie des Westens, dass es möglich sein würde, mit Hilfe moderner Technologien die nuklearen Kapazitäten Russlands, Chinas oder irgendeines Landes quasi auszulöschen, ohne dass diese Länder zu einem Zweitschlag in der Lage wären. Nun haben aber in den letzten Wochen und Monaten sowohl Russland als auch China sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie nicht kapitulieren, dass sie sehr wohl über eine Zweitschlagkapazität verfügen und diese auch einsetzen werden, falls ein Erstschlag gegen sie geführt wird. Das heißt, wir haben im Grunde die Gefahr eines thermonuklearen globalen Krieges. Und jeder, der darüber nachdenkt, dem muss klar sein, ein thermonuklearer Krieg wäre in allergrößter Wahrscheinlichkeit die vollkommene Auslöschung der menschlichen Zivilisation. Das heißt, auch wir in Europa sind im Augenblick in höchster Gefahr, ausgelöscht zu werden, zerstört zu werden aufgrund dieser Dynamik. Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und wenn man dann das Geplappere oder Schwadronieren von unseren Regierungschefs hört, die die Bevölkerung einlullen und versuchen, mit dem Sandmännchen Konkurrenz zu machen, dann ist es wirklich
absolut unverantwortlich. Leider ist es auch so, dass die Bevölkerung sehr wenig Bedürfnis hat, sich mit dieser strategischen Realität auseinanderzusetzen. Dazu kommt die Schwierigkeit, dass vieles, was an wirtschaftlichem Chaos sich entwickelt, zum Beispiel in Südeuropa, nicht etwa eine inkompetente Politik ist, sondern sie ist das Resultat der Tatsache, dass es in der angloamerikanischen Region Kräfte gibt, die die Bevölkerung reduzieren wollen. Im schlimmsten Fall von Leuten wie Prinz Philipp, der sich dahingehend geäußert hat, dass die Weltbevölkerung von 7 auf etwa 1 Milliarde Menschen reduziert werden soll. Das heißt, wir haben im Grunde eine strategische Lage, wo noch nie in der Geschichte eine so ungeheure Gefahr für das Weiterleben der menschlichen Gattung existiert hat. Und deshalb muss es unser aller Wunsch und Anstrengung sein, auf jeden Fall als erste strategische Aufgabe für dieses kommende Jahr die Kriegsgefahr zu bannen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Wirtschaftspolitik ändern müssen. Wir müssen diese Politik, von dem der Papst sehr richtig gesagt hat, dass es eine Wirtschaftspolitik ist, die tötet. Wir müssen sie beenden, wir müssen die Casino-Wirtschaft schließen. Das heißt, wir müssen im Grunde durch ein Trennbankensystem in der Tradition von Franklin D. Roosevelt die Wall Street und die City of London schließen. Wir brauchen an der Stelle ein Kreditsystem, das Kredite zur Verfügung stellt, um die Realwirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das bedeutet natürlich für Deutschland insbesondere, dass wir das Verständnis über die strategische und geostrategische Lage Deutschlands richtig einschätzen müssen in der Tradition von Bismarck. Das heißt, wir brauchen ein gutes Verhältnis zu Russland und ein gutes Verhältnis zu China. Und es ist im absoluten Interesse Deutschlands, dass wir mit der Ukraine, mit Russland, mit China an der neuen Seidenstraße kooperieren und ein neues Paradigma einschlagen, was mit der gesamten Ideologie der Globalisierung und des Weltreiches bricht. Und falls noch irgendjemand einen Zweifel gehabt haben sollte, dass wir es mit einem Weltreich zu tun haben oder dem Versuch, ein solches Weltreich zu bauen, der soll sich Gedanken machen, was ist die Implikation davon, dass der NSA und sein britischer Gegenspieler alle Gespräche, alle Kommunikationen ausspähen und Computer manipulieren und vieles, vieles andere mehr, was mit Sicherheit nicht nur der Terrorbekämpfung dient. Wir müssen mit dieser Politik des Empires brechen. Wir brauchen eine Allianz von souveränen Staaten, die für die gemeinsamen Ziele der Menschheit zusammenarbeiten. Und das wünsche ich Ihnen für dieses kommende Jahr, die Erhaltung des Weltfriedens und die Überwindung der Weltwirtschaftskrise durch eine internationale Kooperation bei der Verwirklichung der Weltlandbrücke.